So, hallo und willkommen zurück zu Deus Ex. Ja, was haben wir das letzte Mal gemacht? Wir haben ein bisschen Nebenquests gearbeitet, haben mit der Mutter von Megan Reed die Quest abgeschlossen und waren im Polizeipräsidium, haben da alles sauber gemacht. Also gehen wir jetzt mal weiter. Und ja. Where are you, Jensen? I haven't gone all night. Hello, Pritchard. I'm almost in my apartment now. Well, when you do get in there, connect the neural hub to your computer. I've created a secure tunnel, and I'll take over remotely. You can access my personal computer. Who do you think configured your security protocols? Ja, wir müssen. Mr. Jensen, I fixed up your apartment real nice. That Ja, special request. wir können jetzt in unser Apartment. Out of order, okay. So. Welcome home, Mr. Jensen. So. Security Rating 1. Ja, wir müssen bei uns selber einhacken. Wir können auch, glaube ich, irgendwo eine Mail lesen. Da steht das dann. Aber naja. Access granted. Und geschafft, ganz einfach. Open. Oh, was geht denn da hinten auf? Das ist unser sozusagen Geheimraum. Na, nehmen wir das hier alles mit. Wir haben ein Armor-Piercing-System, damit wir, wie heißt das nochmal? Ja, im Allgemeinen besser durch die schweren Sachen durchstecken. Anscheinend interessieren wir uns für Elektronik, alte Teleskope. Als wäre das, als würden wir selber irgendwas neu erfinden. Okay, eine Waffe liegt hier einfach. Nehmen wir mit. Ein E-Book. Ah, Advanced Clock Building. Also wir wollen uns eine eigene Uhr bauen. Eine Atomuhr vielleicht? Keine Ahnung. Ah, gucken wir uns noch ein bisschen um. Was haben wir denn hier? Nichts. Naja, kann man nichts machen. Oh, vielleicht was unter dieser großen Kiste? Nein. Da ist unser PC, da wollen wir aber noch nicht hin. Aber wir haben hier noch was. Combat Rifle Ammo. Mein Gott, wer lässt in seiner Wohnung einfach so die Waffen herumliegen? Spiegel ist kaputt. Wollten wir uns nicht mehr selber ansehen oder so? Wer weiß. Nach dem ersten Mal augmentieren. Ne, hier geht nichts. Gut, gehen wir an unseren PC. Richard, the hub's connected. I know. Now be quiet and let me concentrate. I need his name, Pritchard, not his entire genetic history. That's not his DNA. It's the data he was trying to steal from us before he... My God, Jensen. Your suicide hacker didn't kill himself. You obviously didn't see his brain splattered all over the floor. No, no, you don't understand. The wet drive modification in this chip, it allows someone to hack through you. It turns you quite literally into a human proxy. So he wasn't working alone. Someone off-site was doing the actual hacking. Exactly. And whoever it was tried to hide his location by using multiple satellites. But I may have just traced him to here. An abandoned factory complex in Highland Park. Get me the address, Pritchard. Because if we're lucky, whoever pulled our terrorist strings might still be there. Okay. Was wir jetzt herausgefunden haben, ist, was auch... Ja, hier, Welcome Home, hier ist dieser Code für diesen Stash. Aber wir haben das gehackt. Das, wie wir schon vermutet haben... Oh, okay. It's David. Let me guess. You're sending me to Highland Park. Not just yet. Frank's figured out why the network's been compromised. There's a persistent transmission coming from Derelict Row. Street gang territory. Well, our dead friend was posing as an Antiog. Who better to hide with than the D-Row Ballers? Right. I'm on my way. So, wie wir schon vermutet haben, weil so wie das in der Cutscene da gewesen ist, konnte er es nicht selber gemacht haben. Er wurde sozusagen forced, also gezwungen dazu, sich zu erschießen. Und jemand hat auch das Hacking gemacht. Das ist natürlich in so einer Welt, wo sowas besteht, dass eigentlich jeder nur für sich selbst handeln sollte, schon ein Eingriff. Aber, naja, das ist eigentlich so meist das komplette Thema hier. Ist es richtig, die Augmentation überhaupt zu haben, weil es nicht menschlich ist? Und wie sieht es halt mit dieser Sicherheit aus? Anscheinend können jetzt welche schon so reinhacken in andere und sozusagen
irgendwelche Sachen machen, die nicht passen. Das ist so als, ja, wie gesagt, vielleicht ist das die Zukunft, wer weiß. Okay, was haben wir denn? Jensen, I'd appreciate it if you instructed your street informants to use more conventional means of contacting you. What are you talking about, Richard? I mean, I found a message stapled to your door. Colo, alley off Bagley Avenue, Ezekiel. How cryptic. That's near Seraph HQ. I'll look into it. Oh, and it's Cholo. So, wir müssen jetzt den Informanten und so wie das sich angehört hat, ne? It's just something about a man who's ugly. How about a little sugar, baby? I'll give you a Motown special. Ne, danke. Oh. Außerdem, wer weiß, was wir nach der Operation alles verloren haben. Also ich habe noch nie von so einer Augmentation gehört, aber naja. Ja. Wie man weiß, nicht weiß. Oh, das sieht doch schön aus. Sowas gibt es aber auch in Wuppertal und die ist schon recht alt. Was ich jetzt eigentlich meinte, ist, von dieser verschlossenen oder dieser versteckten Nachricht weiß man, dass es eigentlich Sieg ist. Aber den bekommt man natürlich nur, wenn man ihn nicht erschossen hat oder was Falsches gemacht hat. Wir haben ihn jetzt sozusagen ein bisschen dazu gezwungen, ja, sich ein bisschen umzuhören und vielleicht gibt er uns ja Informationen, die wichtig sind. Oh mein Gott, der tanzt hier. Hopp! Wir können schon an die Decke springen. Ja. Rennen wir. Nee, hier kommen wir nicht durch. Ja, es, diese Welt hier außen munkelt einem so eine Open World vor, aber das ist nichts wie GTA. Es ist, man kann hier ein bisschen herumrennen, aber es ist jetzt nicht halt so frei wie GTA, dass man überall herumgehen kann. So, wir müssen jetzt hier einbiegen, glaube ich. Und dann werden wir den schon finden. Hallöchen! Und da ist er ja. Ich sehe, du hast meine Message, Gabriel. Sanders. You're taking a risk meeting this close to Seraph headquarters. Same risk as you, considering you're the one who let me go. But I don't plan to stick around that long. Yeah? So what's this about? I did some house cleaning after the plant. And I turned up some intel on a gearhead motherfucker who used me and my brother. Tink left the pocket secretary behind. Don't say who he was working for, but it's got access codes, names, shit like that. Why are you giving it to me? Maybe I don't like feeling like I owe you. Or maybe I figured I'd send a snake to kill a snake. Take or leave it, pendejo. Either way, my debt is paid. Ja. Somit hat er uns... Ja, wir haben jetzt sogar nochmal Kompletionist, nochmal so ein Achievement bekommen, weil er uns die Codes gegeben hat. Somit können wir zum Beispiel... Wenn wir jetzt hier auf die Notes gehen... ganz unten. Naja, wenn wir das jetzt gucken, können wir die ganzen, haben wir dann sozusagen die ganzen Codes. Aber das brauchen wir alles nicht. Da, New Assist Code, New Assist Code, New Assist Code. Das alles brauchen wir gar nicht, weil wir werden eh uns reinhacken. Es ist halt nur für die einfachere Möglichkeit, falls jemand nicht jetzt in Hacken sich spezialisiert. Sondern gut und gerne gibt es auch Leute, die das halt brutal angehen, dort spielen, halt wie ein Ego-Shooter. Aber für mich ist es mehr so ein Strategiespiel, mehr so ein Rollenspiel. Und Rollenspiele im Allgemeinen, außer neben den Kämpfen, muss dann nicht unbedingt so viel Gewalt zack haben. Hopp. Zack. Die Rüstung von dem sah aber auch schon aus, als hätte sie ein paar Mal reingeschossen worden. Hopp. 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 Ja, da ist nicht auf. So. Wir müssen jetzt, genau, nochmal speichern, damit wir nicht alles machen müssen, in diesen Park eindringen, weil man hat ja herausgefunden, dass unsere Signale immer ein bisschen gestört worden sind. Genau, und das liegt wohl daran, dass irgendwo so welche Satellitenschüsse sind, die diese Sachen unterbrechen. Und die sind zufällig in dem Park, wo wir auch bald hin müssen. Aber zuerst müssen wir uns darum kümmern. Und ich glaube, davon werden wir auch dann direkt weggeführt. So. Hier hoch kommen wir nicht. Und der offensichtlichste Weg ist nie der richtige.
Weil wir waren hier schon mal. Aus Versehen, soweit ich das weiß. Und die sagen ja halt, hey, hau ab hier. So, in dem Sinne. Wir müssen da hinten jetzt rein. Das heißt, wir müssen uns jetzt einen Weg außen herum suchen. Mhm. Ja. Suchen wir mal diesen einen Weg, den wir hier entdeckt hatten. Wir haben diesen Sprung. Wir haben durch Wände punchen. Also deshalb sollte man das auch nicht gleich benutzen. Ich war ja hier schon mal ganz kurz. Okay. Mit Anlauf. Hup. Ja, knapp geschafft. So. Ich kann mir hier speichern. Und jetzt bin Jensen. Ich noch da. How can I help you, Francis? You know why I'm contacting you. The transmission that's making a mockery of your security efforts? It's keeping a back door open into our network. None of us are secure unless you find the antenna that's sending it and shut it down. For you, anything. Genau. So, ich werde jetzt hier aber noch einen neuen Safe machen. Ja. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel so nicht reinkommen, ohne entdeckt zu werden, weil ich ja gerne dieses Ghost Achievement schon behalten möchte. Ich hoffe, den hinten wecken wir nicht auf. Ey, aber... normalerweise schon. This is a spot, man. Ist meine Powerbar. So, jetzt take me in out. Er war nur alarmiert. Er hat uns nicht gesehen. So. Den einen haben wir aber getötet. Gut. Das muss. Dann nehmen wir auch die Pistole mit. So. Unser Ziel ist aber auch irgendwo hier. Weiß ich nicht. Normalerweise brauchen wir, glaube ich, jetzt auch das Icarus-System, um hier runterzukommen, oder? Weiß nicht, ob wir das hier überleben, ey. Gibt's hier irgendwo in der Mitte was sich zum Festhalten? Nee. Wenn wir jetzt runterspringen würden, werden wir sterben. Na super, dann bringt uns dieser ganze Weg gar nichts. Ich lade mal den Safe. Also das ist jetzt im Weg, wenn man jetzt auch noch dieses... wie heißt er nochmal? Icarus-System hat. Aber wir gehen in die Sewers, weil da haben wir auch ein paar Leute ausgeschaltet. Und ich glaube, Eingang wird uns wohl dahin führen. Einer war ja für die Polizeistation. Ich denke, einer wird uns auch dahin führen. Wenn nicht, dann können wir ganz einfach uns hier vorbeischleichen. Gucken da weg. So zum Beispiel. We got the high ground now, bro. Thanks to the beef, the bangers don't got half the artillery we do. Good to know. So tell me, chosen a weapon and victim for the last stage of your initiation? Yeah. Had him up one of the hobos under the overpass with a longsword. Sniper action. Very nice. So, warten wir ab. Vielleicht gehen die ja noch auseinander. Ja. Der Typ hier durch. So, damit hätten wir die jetzt auch schon mal ausgeschaltet. Zack. Das sind schwere Kisten, aber wir können sie ja bewegen. Hier haben wir noch eine Tür. Führt uns wieder irgendwo anders hin, kann es sein. Hä? War das auch nicht der richtige Weg? Was haben wir denn hier? Das sieht hier schon so. Traveler, also hier kommt man normalerweise auch nicht hin. Oder was heißt normalerweise? Kein Weg führt hier normalerweise hin. Wenn man hier mal hin muss.
5, super. Wie soll ich jetzt da nochmal reinkommen? Dann geht's nur über die Sewers. Müssen wir das halt so machen. Suchen wir uns mal so einen Eingang und dann gehen wir in die Richtung. Weg da! Da müssen wir schon über die Köpfe springen, ey. Ja, aber hier geht's nicht und wir müssen da hinten hin. Aber irgendwann war doch ein Eingang für die Sewers. Hab mich dafür geguckt. Kann doch nicht sein, oder? Irgendwo muss es doch gewesen sein. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Also wir müssen da hinten hin. Oh, ich glaube, das erste Mal habe ich auch den Weg einfach durch die Sewers gefunden. Und dann plötzlich da. Diesen Teil kenne ich noch, den zweiten habe ich schon keine Ahnung, wenn man das sozusagen von Kapiteln her angeht. So, die sind böse, das heißt, wir dürfen hier nicht hin. Nein. Aber hier irgendwas. Hopp. 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 Oh, noch was zum Hacken. Ja, da stand schon der Code, aber wozu? So. Und so. Access granted. Was haben wir denn hier? Oh. Eine Stun-Gun endlich. So, jetzt haben wir auch eine Stun-Gun. Also sozusagen... Warte mal, 9. Genau, das ist sozusagen eine Pistole. Also hätten wir sozusagen am Anfang gesagt, wir möchten jemanden nicht töten, aber Close Combat haben wir das bekommen. Würde man sagen, ich möchte jemanden nicht jetzt unbedingt, ihr möchte jemanden töten, bekommt man einen Revolver. Ja, hier waren wir aber schon alles. Mann, das ist jetzt blöd. Wo war das? Wo war das? Da oben ist nichts. Wo waren jetzt die Sewer-Eingänge? Da oben mit dem Icarus-System habe ich keine Lust. Das habe ich nämlich nicht, oder? Ne, mir fehlt da ein Punkt. Also ich müsste noch irgendwie 725 Erfahrungspunkte machen. Und mein Inventory ist voll, super. Bin ich jetzt bei den Typen? Aber mal gucken. So, wir sehen. Wie sie sehen, sehen sie nichts. Hier sind welche. Der eine guckt da ein bisschen schief. Einen gucken sich an. Super. Aha. Gute Frage. Wie machen wir das denn jetzt? Könnten... Beischleichen hier, aber ich weiß nicht, wie das aussieht mit dem da. Ob er uns was Böses will oder nicht. So einfach war's. Einfach mal reingeschlichen. Sowas gibt's auch. Jetzt habe ich... Okay.
Den schalten wir hier gleich aus. Da hinten sind zwei. Da wäre natürlich gut, wenn wir dieses zwei Mann auf einmal Takedown hätten. Bekommen wir aber nicht. Total 50. Ja, 50. Und wir brauchen viel, viel mehr. Aber wie ich es richtig in Erinnerung hatte, kann man sich, glaube ich, da unten drunter schleichen. Boah, ein Glück, dass die uns nicht gehört haben. See? Didn't I tell you it was a stupid idea to let those purity first assholes set up camp on our turf? Yeah, but it wasn't our decision, so too bad. Besides, they pay rent like everybody else, so what's the big deal? Come on! These fucks have been coming in here promising all sorts of glory and bullshit if we join them. And all they're doing is getting us killed. You're just jealous because they never took you. After the way they fucked up their op in Milwaukee. Okay, ich versuche mir mal hier vorbeizugehen. They just blown up that building sky high with every fucking Robohawker inside it. Sanders is all talk. What was that? Okay, gut, ne, das macht nichts. Das ist nichts Gutes. Also so wollen wir das nicht machen. See, didn't I tell you it was a stupid idea to let those purity first assholes set up camp on our turf? Yeah, but it wasn't our decision, so too bad. Besides, they pay rent like everybody else, so what's the big deal? Come on! These sparks have been coming in here promising all sorts of glory and bullshit if we join them. And all they're doing is getting us killed. You're just jealous because they never took you. After the way they fucked up their op in Milwaukee Junction, they should have just blown up that building sky high with every fucking Robohawker inside it. Sanders is all talk. Then why'd you bring them up? Okay, gehen die jetzt auseinander oder bleiben die ewig so zusammenstehen? Nee. Okay, ob das jetzt eine bessere Lage ist, keine Ahnung. Speicher jetzt nochmal. Ich weiß, ich glaube, es geht auf einem Schritt nur. Wir müssen den hier raus erledigen, sodass er eine... Oder bewegt er sich jetzt? Ne. Ich weiß was. Ich erledige den hier durch. Machen wir speichern. So. Sind die beiden auf ewig verschwunden? Hatten ja 10 Credits. Die kannst du ja auch in deinen Hut stecken. Ist hier oben einer oder wo ist der andere? Ist der hier alarmt ist, ey. Echt? Der da? Verarschen, oder? Ach so, okay, hier wären wir dann unten runtergesprungen von oben. Also wir wären dann hier hingekommen. Hätten wir dieses Icarus-System. Okay, haben wir aber nicht. Schade. Da könnte man das natürlich intelligenter lösen. Selbst alarmiert. Soll er von mir aus hier reinkommen? Speichern. Dann noch mehr alarmiert.
Ah, super, jetzt, weil ich daneben geschossen habe, habe ich die hinten noch mit eliminiert. Nee, nee. Das muss nicht sein. Okay, der Alarm ist jetzt weg. Oh, wir haben gleich Zeit. Der guckt sich hier um, sieht nichts. So. Genau. Dafür haben wir nämlich Zeit. Jetzt sind wir nämlich hier drin. Mal, wo ich dann hier rauskomme und ob hier noch irgendwer ist. Hä? Ich glaube, das ist nicht das Richtige, oder? Ne, wir müssen weiter nach oben. Also gibt es dann den Gang hier nach unten, weil hier unten ist ja nichts gewesen. Und hopp! Ich kann ja höher springen. So. Springen wir hier hoch. Normalerweise kann man das bestimmt auch so, indem man die Kisten benutzt zum Hochgehen. Oh, Pathfinder 300. Das heißt, wir haben sozusagen den Weg um den ganzen Hof gefunden. Oh, noch kein Punkt. So. Some stranger officer keeps supplying us with enough firepower to take out a small army, and all you know is he talks funny. There ain't no such thing as a free lunch, you know. Ah, fuck. Das dürfen wir nicht tun. What I want to know is where the hell is De Silva getting all the stuff? I don't know. Some Irish guy. That's it? Some stranger officer keeps supplying us with enough firepower to take out a small army. Ja, wir werden jetzt hier einfach warten. Die unterhalten sich da und ich denke nach der Unterhaltung, wenn sie ein bisschen weiter sich wegbewegen. Womit wir? Ich bin nicht komplett irre, hier runtergehen können und die Einzelnen ausschalten können. Ja, jetzt geht er nämlich. Wenn andere sich auch unten umdreht, auf dem Radar, können wir das ganz gut sehen. Können wir das bestimmt hier aufmachen. So. Und wenn man jetzt sehen kann, der eine patrouilliert dahin, der eine guckt sich das von hier oben an. Also, wenn wir den jetzt hier erledigen, zack! Ah. Und den Typen mitnehmen. Den irgendwo verstecken, wo ihn der andere nicht sehen kann. Ach, der ist bestimmt müde. Jetzt haben wir den hier hinten auf die Matratze. Ah, vielleicht haben wir Glück. Das Scheiße, jetzt müssen wir irgendwie den anderen noch aufschalten. Zack. So. Okay, mein Inventory ist voll. Pocket Secretary. Ein paar Credits. So. Schade, ey. Normalerweise müssten wir hier eigentlich rausgehen zu einem komischen Händler und unser Inventar leeren. Ah, warte mal. Ich ja eh unser Inventar verbessern möchte. Kann ich das jetzt auch tun? Weil das ist ganz gut, wenn man das Inventar zumindest zum Schluss ganz voll hat. Die ganzen Sachen. Nehme ich mir das mit. Zack. Genau, die ganzen Cartridges und alles mitnehmen. Haben wir den hier? Ah! Ein Rocket Launcher. Den will ich aber natürlich mitnehmen. Den brauchen wir auch am besten für den ersten Boss. Dann nehmen wir, lassen wir dafür fallen, was ist der Mehrwert? Ah, wohl, wir haben hier noch eine Armor Piercing Mod Combine. Eine Pistole. Da. Hierhin. Mit kleinen Dingern hier den Platz ausfüllen. Ha. Okay, gut, deshalb müssen wir den jetzt hier droppen. Ich
glaube, der Rocket Launcher ist immer noch. Rocket Launcher ist, glaube ich, sehr, sehr groß. Das heißt, wir droppen die hier auch noch. Drop. Ja. Wie man sieht, der Rocket Launcher ist fast so groß wie die Sniper davor. Da haben wir nur noch die Rockets.